hohe Ehre für Wolfgang Leitner. Ende Oktober bekam Mr. Andritz Wolfgang Leitner den Berufstitel Kommerzialrat verliehen. Die Laudatio hielten Wirtschaftsminister Martin Kocher und WKO Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoschek. Also Persönlichkeiten wie der erwähnte Dr. Leitner, jetzt Kommerzialrat Dr. Leitner seit heute, haben eine umfassende Bedeutung. Einerseits sind sie ein Vorbild für viele Unternehmer, aber auch für viele Jugendliche. Man sieht, wie man eigentlich auch aus einfachsten Verhältnissen kommend einen Weltkonzern schaffen kann und zu einer Leitfigur der steirischen oder österreichischen Wirtschaft wird. Großartige Unternehmerpersönlichkeit, deswegen haben wir heute die Auszeichnung Kommerzialrat verleihen dürfen, aber natürlich auch jemand, der aus einer Familie kommt, wo der Vater Arbeiter war, bei der Andritz dort auch Unglaubliches erreicht hat, die Andritz zum Weltmarktführer in vielen Bereichen gemacht hat. Also Unternehmertum mit sehr viel Engagement, Motivation und natürlich viel Wissen. Er hat studiert und Sub-Auspizes-Präsident ist promoviert. Also jemand, der schon außergewöhnlich ist und diese Auszeichnung mehr als verdient. Also ein Leuchtturm in der Steiermark mit der Andritz, aber er hat natürlich auch international große Bedeutung und es ist für die Steiermark ganz, ganz wichtig, dass wir auch international gesehen werden und mit Persönlichkeiten wie Kommerzialrat Dr. Leitner werden wir auf der ganzen Welt sehr gut gesehen. Gestern habe ich einen Kompromiss geschlossen, dass der Primus nicht für das Lebenswerk ist, sondern für einen Zwischenpreis für das bisherige Leben ist, weil sonst müsste ich jetzt aufhören zu arbeiten. Und man freut sich über die Auszeichnungen, sind sehr nette Worte. Man darf aber auch nicht alles ganz wörtlich nehmen, was bei solchen Gelegenheiten gesagt wird. Dieses Land lebt zu einem großen Teil auch von den Erfolgen auf den Exportmärkten. Das heißt, unsere Produkte und Waren werden auf den internationalen Märkten angenommen. Das gilt auch für die Anlagen, die Andritz AG baut. Und das bringt wieder Arbeitsplätze in die Steiermark, bringt wieder Arbeitsplätze und Forschungsmöglichkeiten in das Land. Deswegen kann man nicht groß genug schätzen, solche Persönlichkeiten zu haben.